Servus Leute, wie geht's? Schaut bitte wieder Rollemengen, Mann, und ich hab's schon alle besetzt. Willkommen zu dieser weiteren Folge der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns diese Festung mal reinziehen. Mal gucken, was sie so auf dem Kasten hat. Sie kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, ich habe es auch mal angegriffen, schon vor längerem. Aber habe dann vergessen, es hochzuladen und habe beziehungsweise es einfach aus Versehen gelöscht, das Video. So, also Oberherrn hätten wir Kuga, den Boten, ein Berserker. Nahezu Prügelmeister auch schön, ein Berserker noch dazu zu bekommen. Aber man muss natürlich sagen, zu viele Berserker, die versauen es dann am Ende, ne? Ja, weil zu viele Berserker, das ist nicht gut. Die hacken dann auf sich gegenseitig rum. Da ist es scheißegal, wie gut die Statistik ist bei den Jungs, die sehr gut ist. Aber ich sag euch eins, das wird denen zu Verhängnis werden. Die werden es eher sich gegenseitig umbringen, als dass wir sie umbringen. Das ist kein Witz. Der sieht zwar auch cooler aus, aber es ist halt Berserker. Es sind wesentlich zu viele Berserker hier. Als dass ich so, oh, obwohl, ja gut, einen Zerstörer. Aber, ja. Wegen, also ich sag's mal so, es ist halt sehr Berserker-lastig, ne? Aber mal gucken, was wir denn hier so Feines dann noch so drin sehen werden. So, dann stehen wir nun vor der Festung und gucken uns mal jetzt aber auch alle, als allererstes gucken wir uns mal an, was so in der, ja, soll ich sagen, was so noch an Soldaten hier so drin ist, ne? Gucken wir mal. Was haben wir hier? Einen Menschenbrecher haben wir mit dabei. Schön. Was gibt's noch? Na, hier drüben haben wir einen Untoten, haben wir hier einen Sippenschild. Ah, ne, obwohl. Ui, cool, ein nice one. Das ist ein Verschnitt, ein schönen Verschnitt, möchte man sagen. Natürlich ist er jetzt alles andere als schön, aber das ist ein Verschnitt. Voll cool. Sehr nice, sehr cool. Guck mal, also ist wirklich cool. Muss man ganz ehrlich sagen. Haben wir eine Gewitterwolke, haben wir mit am Start. Nice Sache auf jeden Fall. Freut mich auf jeden Fall zu sehen. Einen edlen. Oh, gut, ja. Was haben wir noch Feines? Was gibt es denn noch? Ah, einen Furchtfresser. Länger nicht mehr gesehen. Sehr geil. Als Meuchler-Ausgabe. Dann haben wir einen Fleischklumpen mit einer guten Statistik, einer schönen Statistik als Brecher. Uiuiui. Der wird ordentlich wehtun, glaube ich. Und dann haben wir noch einen Fanatischen mit am Start. Was haben wir hier von einem Berserkermeister? Sind jetzt natürlich nicht unglaublich selten, aber sehen schon ganz geil aus. Was haben wir hier noch? Einen Pökler, geil. Schönes Ding, noch einen Pökler mit dabei zu haben. Ich finde, die sehen cool aus. Die sehen schon richtig nice aus. Was haben wir hier noch? Urlasso, der Expander. Einen Expander. Habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen, einen Expander. Ja. Denke, da können wir auf jeden Fall mitarbeiten. Was haben wir hier noch? Einen Grubenkämpfer haben wir auch mit am Start. Schönes Ding, jo. Einer vom Banditenstamm. Ja, der ist ein Grubenkämpfer geworden, erkennt man. Und dann gucken wir mal. Ich habe den Schwächsten natürlich dabei, natürlich. Aber was soll's. Wir greifen jetzt mal schön am ersten Mal hier rein. Na super. Ah, direkt hier. Direkt hier. Fluch. Fluch ist die letzte Scheiße. Das ist wirklich die aller. Es ist das Letzte. Fluch ist wirklich das Letzte. Du tötest mühsam Uruks, um dir deinen Zorn, deine Zornesleiste zu füllen oder deine Machtleiste, wie auch immer man es nennen will. Und am Ende bringt's nichts, weil dann irgend so ein beschissener Fluchtyp kommt und dann einem eine reinwirkt. Das ist Zukunft. So. Hi. Oh, cool. Ich glaube, das war der Omi. Geh weg! Komische Prima-Ballerina hier. Was hält denn der so viel aus? Wir müssen hier ein bisschen so an die Sache rangehen, dass ich jetzt erst mal gucke, um möglichst viel Verwirrung zu stiften. Müssen halt jetzt erstmal aggro werden. Alle Mann. Miteinander. Dass die alles Mögliche angreifen auch. Oh, cool. Wir sind auch ganz, trotzdem noch ganz gut dabei. Ich guck mal, dass ich jetzt hier noch einen.
Sag mal, geht's noch hinter mir, so eine Scheiße aufzustellen? Bringen sich leider gegenseitig um. Das finde ich ein bisschen schade gerade. Schade, schade, schade. Scheißen Dreck. So. Wo ist der nächste Punkt? Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Aber je mehr auf einem Haufen sind, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich gegenseitig angreifen. In schöne Tobsucht verfallen. Ah, geil. Da ist schon einer einsetzt. Sehr schön. Oder? Ist es einer von uns gewesen? Kann natürlich auch einer von uns gewesen sein. Ist ja natürlich auch so, dass das auch mal passieren kann. Ai, oh, scheiße. Der lacht so dreckig, als ob er mir gerade in den Vorgarten geschissen hätte. Okay. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh. Gib ihm Saures. Geh weg jetzt. Mach sie alle. Wieso lebt der eigentlich immer noch? Finde ich ja jetzt nicht so geil. So. Hä? Wie geht das? Oh, jetzt, endlich, er ist vergiftet, ey. Meine Scheiße. Oh, da hat's einen von meinen Jungs. Auch nicht schlecht, die fangen jetzt an, sich gegenseitig umzubringen. Auch gut. Genau darauf hatte ich es eigentlich abgesehen, dass die sich gegenseitig abmurksen. Leute! Ich bin nochmal Rückendeckung hier. Wo sind eigentlich die anderen alle hin? Sind die ein bisschen in der Unterzahl gerade, habe ich so das Gefühl. Schnell bloß weiter. So. Danke, krieg ich Kopfnuss erstmal. Hey, oh, oh, scheiße. Das sagt genau der Richtige. Hi, oh oh. Ein bisschen Gift soll wahrlich viel bewirken. Ich habe hier viel Gift drauf gemacht. Kann kaum erwarten, was es mit dir anstellt. Weißt du was? Das verschieben wir lieber. Ja. Oh, oh scheiße. So. Jo, was geht denn hier eigentlich ab? Na gut, das wäre so langsam mal höchste Eisenbahn, dass da wegen von einer gekillt wird von denen. Oh, ja, leck mir am Arsch. Oh, ja, super. Ja, ich fühl's bis unters Dach. Das fühlen sogar meine Großeltern noch. Das Gift. Kann es irgendwie sein, dass welche von unseren Jungs getötet wurden? Ich glaube. Ich lasse mal schön bleiben, Junge. Ich hab doch... Ach ja, der konnte mich jetzt nicht töten wegen dem Feuer, ne? Das ist gut. Das ist cool, cool, cool. Sehr geil. Jawohl. Ah, scheiße. Überall Blut, aber steh auf. Du hast doch genug.
Dankeschön, dass man mich demütigen musste. Scheiß. So, Demütigung, das tut weh. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Na super, Alter. Was ist das? Die lassen das leider nicht sein. Die gehen halt einem dann. Ja, so. Sie wollen halt schon bringen. Schöne Scheiße. So, du musst aufstehen. Mal gucken, ob die sich jetzt da hinten, da sind jetzt ganz schön viele. Das kann gut, aber es kann auch schlecht sein. Man weiß es nicht. Beziehungsweise ich weiß es nicht. Jawohl, wunderbar. Da fliegt der einer durch die Gegend, aber das wäre jetzt nicht unbedingt so notwendig gewesen. Oh, scheiße. Oh. Na, wunderbar. Was? Ich könnte ein bisschen Verstärkung gebrauchen gerade. Junge, Junge. Mein Leben als Diener. Ja, das ist gut. Du hast nichts zu befürchten. Perfekt. Streff aber auch immer irgend sowas, ne? Ja, das interessiert mich gerade herzlich wenig, weil ich weiß, dass du ganz gerade laufen kann. Mehr. Oh, da ist er tot. Der ist tot. Sehr schön. Moment, Moment, Moment. Also, was ist jetzt passiert? Oh, der ist gerade gekillt worden von dem Moloch. Steh auf, du fauler Sack! Hä, der war doch... Mann! Hey! Ich wollte dich längst töten. War nur ziemlich beschäftigt. Weißt du was? Dann mach damit weiter, wo was du vorhattest. So, Oha, da hinten geht's gerade weiter, die kloppen sich gerade weiter. Sehr schön. Eine schöne Schlacht wird das. Ja, schön. Das ist eine schöne Schlacht, ja. So. So. Zack, 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 zack. Okay, alles klar. Es geht schon gut zur Sache hier eigentlich alles. So, da kriegst du eine. Ich hol mal hier die Karago her. Alter, aus dem Winkel, ey. Komm her! So. So, tschüss. Wieso? Ich hab gedacht, der wäre benommen. Arschgeleckt ist der benommen. Wer hat den verdammten Krauk gerufen, ohne mich dabei zu fragen, ob ich das bin? So. Yo! Das kann passieren, ja. Aber im Gegensatz zu dir macht mir das nichts aus.
Boah, shit, ey. Haben wir überhaupt noch Leute? Wo sind die alle? Die eine liegen hier benommen in der Ecke, ey. Das gibt's gar nicht. Nix in der Grube. Ich will da nicht rein. So, weiter. So, jetzt machen wir es erstmal nass. Oh, jetzt fliehen aber ein paar. Immer mal wieder so. Also, so ein bisschen, das finde ich ganz geil. So. Nochmal ein paar von denen, ein bisschen Verwirrung stiften. Ich finde der Orlok sieht cool aus, muss man mal ganz ehrlich mal sagen. Ja, so. Deshalb tötet man den auch. Ey! Was soll denn das? Okay. Muss mehr, man kann mir natürlich auch so voll schreien, das geht natürlich auch. Hätte es auch sein lassen können. wie so eine Wespe, zack. Der andere Chaot ist noch da oben, ne? Boah, kacke, wie viele Grauks sind hier? Oh, er ist tot. Sehr gut. Wir müssen den anderen, den hier müssen wir nur irgendwie runterbringen. So. Boah, die halten uns hier aber auch gut zurück schon mittlerweile. Ein ganzes Eckchen hier. Hi. Oh, oh. So. Ein paar letzte Worte. Weiter. Ich glaube, dein Schicksal ist schlimmer. Ja, so bei Talion, mit dem würde ich auch nicht unbedingt gerne tauschen. Zack. Aber dass die Uruks denn die ganze Zeit nutzen, ist ja schon. Ja, also. Die kennt sich doch gar nicht persönlich. Ich meine, ich würde es ja verstehen, wenn es hier die Nemesis werden und dann tut es die. Also könnte man eigentlich schon so. Gee, hallo, guten Tag. Würde mal bitte einer diesen beschissenen Grubenkämpfer umbringen. Das Problem ist, wir haben halt jetzt hier noch den einen, ne? Dennoch. Da er zwar relativ viel Leben hat. Ui, ah, der ist ausgenockt. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Jetzt fällt mir gerade was ein. Könnte ich den nicht irgendwie... Moment mal. Die anderen Jungs haben sich schon längst zurückgezogen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Oi. Erzürnt durch Schwäche, das sagt der, der benommen ist durch die Hinrichtungsattacke. Läuft. Ja, ich wusste's. So ein Scheiß, aber es hat leider nicht das, den gewünschten Effekt gehabt. Also er ist... zieht sich zurück, aber nur nicht der. Der kämpft noch. So ein Scheiß. Also man weiß was? Du kämpfst jetzt hier nur noch. So, und eine Clothesline abgezogen in der Fresse. Wer möchte alles ihm eine geben? Vorsicht!
So, Moment schon mal. Muss jemand. Oh Scheiße, er hat die Spinnen losgelassen. Was macht. Wer ist denn das? Was macht denn der da ohne? Ja, gefälligst hier zu kämpfen, was. Alles klar. Bringt den doch einfach mal um. Was kann denn daran so schwer sein? Oh Scheiße! Am besten bevor er mich umbringt. Also der Verschnitt, muss ich jetzt mal echt sagen, das war eigentlich so mehr oder weniger das Highlight eigentlich hier. Der Olof war auch cool mit der Rüstung. Der Verseuchte. Die anderen waren eher so relativ standardmäßig. Ja. Ja. So, hacken wir dem jetzt auch nochmal die Rübe ab, ne? So, sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Was ist jetzt los? So ein Scheiß. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. So, schön hier. Schön kühl. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Einfach nur Scheiße. Irgendwie brennt das Feuer da irgendwie falsch, oder? So da links, ne? So übelst voll gegen Boden, als ob das so ein Turbine ist. Da ist ein Uruk, der sitzt auf meinem Platz. Das finde ich extrem scheiße. So. Dann wollen wir. Alter, der hat aber auch eine Sternhacke, ey. Alter Falter. So. Jetzt gibt's eine. Uff, die Fresse. Gebatscht. So, den metzeln wir jetzt hier ab. Der kriegt sie jetzt von mir, zwar richtig. Der weiß keine, wie ihm geschieht. Oh, Scheiße! Ha! Oh, was willst du? Ich auch. Scheiße, der ist immun gegen Hinrichtung. Das macht mich doch wütender. Scheibenkleister. So, Moment. Mal hier ein paar Pfeile holen. Der scheint ganz gut darauf anzusprechen, ne? So, der kriegt ja nochmal, der kriegt sehr volles Rohr ab. Kann ja nicht sein, dass der hier so am Leben bleibt. Ne? Oh, Scheiße. Was willst du? Depp! Geh weg! Ja, guck! Guck hier! Das Ding, das spuckt Feuer! Sehe ich gerade erst jetzt. Nur so schöne Sachen, die man hier in Mordors Schatten immer, nicht Mordors Schatten, bin bescheuert, in Schatten des Krieges sehen kann, ne? Schlachte ihn ab! So! Oh, Scheiße, hieß du? Haha. Ja, was ging jetzt? Okay, ach so. Der scheint von der Flammenwalze erwischt zu sein oder mein Leibwächter hat ihn getötet, was natürlich beides akzeptabel ist, ne? So. So, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst Like, Bewertung, Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao.